Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und ich wünsche euch wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei der Folge 13 von unserem zweiten Teil Skyrim, eine lange Reise. Und wir befinden uns im Ödsturz-Hügelgrab, um die Drachenklaue zu finden und den Drachenstein für Pharengar in der Drachenfeste zu besorgen. Und auf dem Weg dahin räumen wir Behinderungen aus dem Weg. So müssen wir unser Leben nicht riskieren. Ne, brauchst du nicht, ne? Ja. Siehst du? Boah, vorbeigetroffen, scheiße. Ich finde aber interessant, dass die sich immer jedes Mal nochmal rumgedreht hat. Warum hat die das denn gemacht? Wenn ich durchgelaufen wäre, hätte sie mich noch erwischt. Okay, soll mir nur recht sein. Okay. Ich weiß ja nicht, wo die das ihre Kriegstaktik gelernt hat. Och, Herr, gut, dass du kleines Knäuelchen. Okay. Warum kommt keine? Normalerweise muss doch Menü aufgehen. Schauen wir nachher mal. Eigentlich muss ein Menü mit Futter aufgehen. Aber jetzt, im Moment geht das nicht. Okay, dann gucken wir mal. Gucken wir nachher mal. Dürfen wir nur nicht aus dem Auge verlieren. Überall totes Geber. Spinnweben. Aber Gott sei Dank sind sie ja nicht zu dicht, weil vor uns ja, so wie die gesagt haben, ist ja vor uns noch jemand rumgelaufen. Nee. In solchen Ecken müsst ihr aber genau gucken, da können manchmal Truhen stehen. Und das wäre ja blöd, wenn man die vergisst und nicht plündern kann. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwas nicht plündern oder und dadurch nicht mitnehmen kann. Ja. Jedenfalls für mich nicht. Aber wer die erste Skyrim-Reihe schon verfolgt hat, der kennt mich ja und sieht da hoffentlich drüber hinweg. Oh, hoch und runter, Berg und Tal und das. Okay. Puh. Scheiß Staub, der ist natürlich. Kriegt man natürlich immer Bedenken. Ah ja. Pfeile. Noch ein Pfeil. Klatsch. Zeitlupe. Da sind noch mehr. So, aber das müssten rein theoretisch müssten das die Skiver sein. So, und da oben sehen wir die Abbilder. Schlange, Fisch. Dementsprechend müssen wir sie hindrehen. Ist also hier ganz einfach so unser erstes Rätsel im Ödsturz-Hügelgrab. So, Fisch. So, und jetzt können wir den Hebel gleich ohne Probleme betätigen. Nur hier oben nochmal abgucken. Abgucken, nachgucken. Dass wir nichts vergessen mitzunehmen. Ja, wie gesagt, jetzt können wir den Hebel da rumlegen.
und werden nicht beschossen. So, ja, da muss man ja auch den Hebel, da muss man ja auch den Hebel betätigen, statt die Leiche anzuquatschen. So, wie sagt Skiver, warten da. Da geht gleich eine Wendeltreppe nach unten. Und dementsprechend nehme ich mir lieber Nahkampfwaffen gegen die Viecher. Hat aber auch, wer mich weiß, als Taschendiebstahl, das ist nicht so mein Ding. Da sind mir auch schon einige Sachen passiert in der ersten Reihe, also. Ja. Man kann ja nicht alles können. So, die Pfeile heben wir alle auf. Die Mistviecher müssten jetzt eigentlich gleich kommen. Und dann bist du mit dem Bogen hier nicht gut bedient. Da sind sie schon. So. Drei Stück. Flatsch. So. Sehr gut. Oh. Nicht, dass ich noch nicht gleich noch eine Scheibe von Herkules mit abschneide. Wer es noch nicht weiß, Herkules ist dieser Kampfhund hier, unser Kampfwolf, der allerdings noch etwas rüppchenmäßig aussieht. Hilfe. Ach, der ist das. Warte, wie heißt der? Arvel. Arvel, der Flinke ist das. So, hier auch nochmal. Aber wie das Spinnennetze kann man zur Not ja auch zerschießen mit Pfeilen. Das habe ich auch rausgekriegt inzwischen. Das geht also auch. Da habe ich nicht genug von dederischen Pfeilen, habe ich nicht genug. Also lassen wir erstmal die Eisenpfeile. Können wir nachher immer noch tauschen, wenn wir mehr haben. Ach, da ist die. Das darf mich nicht kriegen! Hilfe! Und mich aber auch nicht. Hallo? Das darfst du aber auch nicht kriegen! Ja, ja, dich töte ich auch. Weil der haut nämlich, wenn wir den jetzt nicht töten, dann haut der nämlich ab. Helft mir! Hilfe! Siehst du? Es lockert sich. Ich kann es spüren. Hab euch! Hab euch? Wen hat der denn? Der ist ja lustig. Wir sind doch alle hier. Keine Ahnung. Zum Sterben bereit? Mal gucken, wen er gemeint hatte. Ah, da liegt er doch, da ist er doch. So, und wen hat er? Gar keinen, der hat bloß große Fresse hier. Goldene Klaue, so, Geheimnis. Erste Quest erledigt. Sehr gut. Brauchen wir nachher zum Betten bauen und so weiter. Auf jeden Fall für Ausstattung, um unsere Häuser auszustatten, brauchen wir diese Stoffe. Drauge. Ich habe rausgekriegt, dass die Mehrzahl Drauge heißt.
ist der zweite. Da hinten. Och, Klatsch, hat er sich selbst entschärft, der Eierkopf. Prima. Prima, sehr schön. Spare ich mir einen Pfeil. Holzton TV Skyrim. Das etwas andere Let's Play.